Viele Kinder haben den Osterhasen an diesem Wochenende mal wieder vergeblich gesucht. Doch auch seinen Verwandten, den Feldhasen, bekommt man eher selten zu Gesicht. Zu schnell ist er und ein Meister im Verstecken. Im Pfälzerwald hat ein Team der Forschungsanstalt für Waldökologie seine Fährte aufgenommen. Offiziell heißen sie Feldhasen, könnten aber genauso gut Waldhasen heißen, denn hier halten sie sich besonders gern auf. Doch welchen Einfluss die Hasen auf den Wald haben, ist noch ziemlich unbekannt. Biologin Stefanie Chaya will das ändern. Deswegen schaut sie sich abgebissene Pflänzchen an. Wir sehen jetzt hier eine kleine Tanne, die stark verbissen ist. Also praktisch jeder Trieb wurde von irgendeinem Tier angeknabbert. Auch vom Hasen, der Trieb zum Beispiel. Und der hier, das erkennt man an diesen scharfen Kanten, ist wirklich wie so eine Gartenschere abgeschnippt. Chaya und ihre Kollegen wollen dem Hasen auf die Schliche kommen. Dafür haben sie 4 Hasen mit Sendern ausgestattet. Bis jetzt konnten wir sehen, dass die Hasen in der Nacht hauptsächlich auf den Wildwiesen zugange sind und am Tag dann in ihrer Sasse im Wald liegen. Und was auch noch schön zu sehen ist, dass die Hasen wirklich sehr gerne die Forstwege benutzen und nicht einfach querfeldein irgendwo im Wald rumrennen. Heute macht sich die Biologin auf die Suche nach einer Häsin. Auf einmal hört sie ein Signal. Die Häsin muss ganz in der Nähe sein. Jetzt kann man die Daten von ihrem Sender abfangen. Sie war auf jeden Fall gut unterwegs, hat gut schön viele Daten gesammelt. Aber was genau sie gemacht hat, werden wir erst sehen, wenn ich dann wieder im Büro bin. Mit ihren eigenen Augen konnte die Biologin den Hasen heute nicht sehen. Trotz der Osterzeit. Den Osterhasen haben wir leider noch nicht gefunden, aber wir sind ja noch unterwegs und gucken noch ein bisschen. Und mit neuen Daten in der Tasche weiß das Forscherteam bald schon ganz genau, was der Feldhase im Pfälzerwald so treibt.